Moin allerseits und willkommen zurück zu Randall's Monday und ja, meinem Alltag im Knast nun, ne? Immerhin kriege ich hier auch jeden Morgen schön die Zeitung und immerhin habe ich auch vor allen Dingen ein nettes Poster. Ich habe zwar keine Ahnung, was es sein soll, ich sehe nur eine rote Hand. Ich habe keinen Plan, von was es sein soll, aber es sieht interessant aus. Ja, auf jeden Fall, wer ist eigentlich das hier? Mortimer? Was macht der denn hier? Vor allen Dingen, warum ist der so ausgeschwärzt? Und warum hat er da Holzbretter da an den Ding festgenagelt? Wes? Was steht denn da? Super, das ist echt stark. Joa, die neueste Meldung, du bist im Knast, mach's dir gemütlich. Okay, mach ich schon. Fällt euch gerade hier was an diesem Bild auf? Er hat komischerweise hier gerade seine andere Jacke an? Was? Egal. Haben wir hier irgendwas rumfliegen? Irgendwas beim Kissen vielleicht? Ich nehme nur den Bezug und lass das Kissen da. Oh. Okay. Kann ich von dem das auch mitnehmen? Ich nehme nur den Bezug und lass das Kissen da. Okay. Ich weiß zwar nicht, für was das gut ist, aber ich glaube, es ist irgendwie hilfreich. Da komme ich nicht raus. Früher oder später schon. Ha, was ist das denn da? Achso, das ist das Bett. Poster... Wenn ich, glaube ich, das Poster anklicke, rede ich, glaube ich, mit Charlie, denke ich immer. Haben wir irgendwas unterm Bett? Keine Zeit für ein Nickerchen. Ah, schade. Naja, da kann ich nicht rein, aber ich kann bestimmt mit Mortimer reden. Morty? Bist du das? Was machst du hier? Kein Scheiß? Wie das denn? Das glaube ich ja nicht. Weißt du was, Genosse Mortimer? Ich habe keine Ahnung, was das Gegrummel bedeuten soll. Hatte ich nie. Um ehrlich zu sein, fühlte sich das immer so an, als würde ich was nicht mitkriegen. Morty, du weißt, dass das mit uns beiden nie funktionieren konnte, oder? Wir stammen von komplett unterschiedlichen Welten. Nein, sag nichts. Mach's nicht schwerer für mich, als es eh schon ist. Und somit ist eine Freundschaft, die ewig währen sollte, zerbrochen. Was? Warum hat er überhaupt irgendwas gesagt? Da kann ich bestimmt nichts mitnehmen, oder? Ich meine, ich kann ja hier gar nicht rein, oder? Nee, das sieht jetzt nicht so unbedingt so aus, als würde ich da irgendwie reinkommen. Wer seid... Das wird dich lehren, sich über mein Essen zu beschweren. Okay. Na super. Hast ein nettes Sandwich gemacht, ja? Das ging schnell. Und warum ist da rote Suppe? Das ist Schnaps, okay. Das ist schön. Warum kommt mir das Gesicht bekannt vor? Ich habe keine Ahnung. Wer bist du? Bruno, okay? Was für ein Mammut. Ja. Oh, das ist ein Gefangenenuniform. Okay, kann ich die haben? Wow, da ist eine Waschmitteltablette in einer der Taschen. Nett. Kann ich das auch haben? Das ist ein... War das gerade ein Glas? Glas mit Loch. Okay, warum ist da ein Loch drin? Warum sieht das Ding aus wie ein Becher und nicht wie ein Glas? Nur ein Glas. Mit einem Loch drin. Ja, und warum habe ich hier plötzlich eine Lücke? Achso, ich sehe gerade, das ist die erste Seite. Okay, ja gut. Juti, ist hier noch irgendwas drin? Ohne Bezug. Ist da was in der Toilette drin? Sicher nicht. Ich stecke auch so schon in der Scheiße. Ja, aber da kann ja irgendwas Nützliches drin sein. Brauner Nugget zum Beispiel. Kann man als Schiff benutzen. Ja. Wie bitte? Vergiss es, oder hast du das gerade nicht gesehen? Nö, was soll ich denn gesehen haben? Ja, ich hab nichts gesehen. Erste Regel bei irgendwelchen Straftaten ist, ich hab nichts gesehen. Ich war nie da. Nö, ich bin kein Zeuge. Kann ich ja Schnaps haben? Den Fusel kann ich nicht einfach mit der Hand nehmen. Okay, lass mich raten. Ich muss das irgendwie mit dem Glas mitnehmen und ich muss vorher irgendwie das Loch zu kriegen, richtig? Geht nicht. Da ist ein Loch im Glas. Ja, sowas dachte ich mir schon irgendwie. Kann ich aber vielleicht da eine Waschmitteltablette reinwerfen? Lieber nicht. Okay, schade. Gut. Was sind da noch so drin? Achso. Klo, Bettbezug und ein Klappbrett. Schön, dann gehen wir mal da rein. Die Jungs gehen immer bei den Neulingen fischen. Und sie geben nicht auf, bis sie einen am Haken haben. Okay, und wer seid ihr? Ich wollte gerade schon sagen, du heißt Röhre. Guten Tag, Röhre. Was? Das sind die Schwestern. Okay.
Abschaum. Ja, das ist deine Sache, glaube ich. Was steht da? Libra... Ist das die Bibliothek? Ja, okay. Schönen guten Morgen, die Herren. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Frischen Fisch? Mir gefällt der Ton nicht. Nein, ich bin kein Frischfisch. Schaut mal, Jungs, wir haben hier eine Kämpfernatur. Glaubst wohl, du kannst hier den Helden spielen, was? Naja, Held ist vielleicht zu viel gesagt. Sagen wir mal Protagonist. Ja, klar, Junge, du bist der Protagonist. Im Traum vielleicht. Auch wenn das für dich eher Albträume sein werden, hoffe ich jedenfalls. Nee, ich bin der Protagonist. Ich bin hier der Protagonist in diesem Spiel. Und du bist wahrscheinlich einfach nur irgendwie so ein Sidekick, den niemand benötigt. Genauso wie deine komischen Schwestern. Na dann, ich mach mich mal auf die Socken. Sicher? Du willst keiner von uns sein? Was man so hört, bist du ein echtes Monster. Würdest zu uns passen. Okay, was hört man denn so? Entspann dich. Wir verurteilen niemanden hier. Wir wollen nur deine Freunde sein. Weißt du, man braucht Freunde hier drin. Tut mir leid, ich kann derzeit keine Bewerbung um freie Freundschaftsstellen annehmen. Komm schon, zier dich nicht so. Weißt schon, eine Hand wäscht die andere. Und was meinst du mit waschen? Komm rüber und ich zeig's dir. Ich war noch nie sehr neugierig. Ich lass es also. Ich kann dir aber eine Waschmitteltablette geben. War das das Richtige, was ich gesagt habe? Ich glaube ja. Dann kannst du waschen gehen. Ja. Ich bin auf dem Weg zur Bibliothek. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet. Vergiss es. Wir erfreuen uns sehr an deiner Anwesenheit. Komm doch mal ein Stück näher. Wisst ihr, erst dachte ich, ihr seid so eine Art Skinheads oder so. Aber jetzt fällt mir auf, dass ihr sehr liebevolle Leute... Ich meine, macht mir ja nichts aus, aber ich stehe eher auf platonische Sachen, die man zum Beispiel in Büchereibüchern lesen kann. Wenn ihr also nichts dagegen habt... Aber wir haben da schon was dagegen. Wenn du da rein willst, musst du erst unsere Liebe empfangen. Aber ich sag's gleich, ich mag's gerne nur mal härter. Weiß ich jetzt gerade, warum die beiden die Schwestern bezeichnet werden? Macht der Typ mich gerade an? Hilfe! Ich hau mal lieber ab. Kluge Entscheidung. Ja, spiel mit der Röhre da hinten. Ich kann da runter? Nee. Da komme ich nicht rein. Abgeschlossen. Ja, meine ich ja. Gut, dann kann ich hier... Kann ich mit den Röhren irgendwas machen? Ich denke mal ja, allerdings habe ich wahrscheinlich kein Item dafür momentan. Ne, glaub nicht. Juti, dann gehe ich mal da hinten, weil da war, glaube ich, auch noch ein Gang, den ich jetzt gerade nicht benutzt habe. Ich glaube, der war direkt hier beim... Genau, bei seiner Zelle, genau. Da war das. Was haben wir denn da? Oh, hey, Murray. Lang nicht mehr gesehen, ne? Hä? Was ist das denn für eine Katze? Sag mal, hat einen riesen Schädel, hat Augen, die gerade aussehen, als wären sie aus dem Kopf gedrückt und... Start gegen die Decke? Du solltest dich von dieser Katze lieber fernhalten. Was meinen Sie damit? Sie denken doch hoffentlich nicht daran, die zu essen, oder? Himmel, nein! Für wen hältst du mich denn? Keine Ahnung. Für einen Grillfreak? Woher zum Geier weißt du das? Ist aber auch egal. Die Katze rennt hier schon ein paar Jahre rum. Und immer wenn sie sich mit jemandem anfreundet, dann stirbt ihr mal drauf. Sie kann irgendwie den Tod riechen. Oh, super. Ist ja toll. Als ob der Fluch nicht schon genug wäre. Jetzt habe ich auch noch eine Katze des Todes am Hals. Super. Aber schön zu sehen, dass du immer noch deine komischen Plastikmarker hast. Das ist, ich glaube, den Leuten, mit denen du zusammenarbeiten tust, ist das echt sowas von scheißegal, dass du gar keine richtige Marke mehr hast, ne? Kann ich aber den Napf haben? Oh, cool. Nice. Danke. Hey, Mary. Was gibt's, Gefangener? Schon eingelegt? Es geht so. Hier laufen die Dinge anders, Junge. Wenn du also ein Rad willst, bleib geistig immer in Bewegung. Kümmere dich nur um dich und mach keinen Ärger. Wenn du eine Beschäftigung brauchst, rede mit mir. Ich verteile hier die Jobs. Das merke ich mir. Glaub mir, Junge, besser man hält hier den Ball flach. Du darfst keine Aufmerksamkeit erwecken.
Ich glaube, die Leute hier drin können deinesgleichen nicht besonders gut leiden. Was meinen Sie mit meinesgleichen? Entspann dich, mein Freund. Ich verurteile dich nicht. Aber glaub bloß nicht, dass die Mitgefangenen so nett zu dir sein werden wie ich. Danke, Murray. Nicht zu danken. Murray? Ja? Was ist das da hinter Ihnen? Ja, das sind die Duschen. Oh, verstehe. Das hört man immer in den Filmen, stimmt's? Tja, man darf nicht alles glauben, was man im Fernsehen sieht. Könnte ich mir die Duschen mal anschauen? Wäre echt toll. Nein, da kommst du nur rein, wenn Duschzeit ist. Okay, wenn's halt gar nicht geht, dann... Dann warte ich, bis die Schwestern dort sind und plötzlich mir die Seife runterfällt und... Es ist nicht stinklangweilig, den ganzen Tag auf dem Hocker zu sitzen. Ganz ehrlich? Ja. Aber Dienst ist Dienst. Dürfen Sie da nicht mal was mitbringen, um ein bisschen Unterhaltung zu haben? Nicht mehr. Wir konnten früher Zeitung lesen, aber dann ist so viel passiert. Und der Direktor sagte, dass wohl weniger passieren würde, wenn die Wachen anfangen würden, die Gefangenen auch wirklich zu bewachen. Verstehe. Aber sieh's mal so. Hin und wieder passiert schon mal irgendwie was. Ich meine, warum ist die Katze sonst hier? Tut die Katze immer noch irgendwie versuchen, aus der Schüssel zu essen, die nicht mehr existiert? Warum starrt die Katze die ganze Zeit nach oben? Ich lass sie mal arbeiten. Ja, genau. Kann ich irgendwas mit der Katze machen? Kann ich das da reinpacken? Lieber nicht. Schade. Ich weiß auch nicht unbedingt, was es mir das irgendwie gebracht hätte, der Katze Waschmittel zu geben. Aber okay. Haben wir denn sonst noch hier irgendwas? Oh, ich kann da lang. Ich kann zum Hof? Okay. Ich muss zugeben, dass ich von Randy nicht besonders viel hielt, als ich ihn das erste Mal zu Gesicht bekam. Er sah aus, als könnte ihn eine leichte Brise umhauen. Zumindest war das mein erster Eindruck. Hey Junge, komm mal rüber. Hab ich was falsch gemacht? Du bist der Neue, stimmt's? Nein, ich bin schon seit 5 Jahren hier. Mich hat man nun nie gesehen, ich war im Keller. Naja. Neuer klingt besser als Alter. Kommt auf den Zusammenhang an. Der alte Sleazy klingt für mich besser als die neue Leiche im Duschraum. Entspann dich, Junge. Ich bin nicht gefährlich. Die Leute hier drin brauchen mich, also legen sie sich nicht mit mir an. Du bist derjenige, der etwas aufpassen sollte. Hier gibt's einige, die deinesgleichen nicht leiden können. Meinesgleichen? Ja, du weißt schon. Der Grund, warum du hier bist. Und warum bin ich hier? Weil das alles Mögliche sein kann, soweit ich weiß. Du weißt nicht, was du gemacht hast? Ehrlich gesagt, nein. Wow, Mann. Du bist schräger drauf, als ich dachte. Ich krieg eine Gänsehaut. Was habe ich denn nun gemacht? Hey, ich verurteile niemanden. Von mir aus kannst du nackt einen Supermarkt überfallen, ist mir Schnuppe. Bist du deswegen hier? Ah, touché. Na dann mal zur Sache. Ja, warum bin ich denn hier? Und warum ist er hier? Bin ich theoretisch immer noch in demselben Montag, oder nein, in derselben Zeitlinie von dem letzten Montag, weshalb ich den Typen da hinten mit der Marke der Folge labert habe? Wobei, selbst wenn, warum ist er dann hier? Ich meine, ich habe ihn ja nicht schlecht festnehmen können. Hä? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Ich habe so Sachen über dich gehört, stimmen die? Ha, na hoffentlich nur Gutes. Wie ich höre, kannst du Sachen besorgen. Dein erster Tag hier drin und du brauchst schon was? Komm schon, Junge, geh's mal langsam an. Ich brauch Hilfe, um an bestimmte Sachen ranzukommen und alle sagen, du wärst mein Mann. Was du nicht sagst. Und was genau brauchst du? Ich brauch eine Menge Zeug. Und als erstes einen Weg hier raus. Ich kann dir alles besorgen. Aber da musst du schon etwas mehr ins Detail gehen. So einfach ist das? Ja, aber es dauert einen Tag. Ich kann dir alles besorgen, aber du kriegst es erst morgen. Oh, tu mir das nicht an. Ich komm sogar an einen Panzer ran. Ein Was? Panzer? Ja, ein Panzer. Brauchst du einen Panzer? Was? Das glaubst du nicht? Nee, darum geht's gar nicht. Weil ich dir einen Panzer nämlich einfach so besorgen kann. Ich glaub's ja, Mann. Sleazys Wort ist wie ein Schwur. Wenn ich dir sage, ich kann dir einen Panzer besorgen, dann kann ich dir bis morgen einen Panzer besorgen. Ich will keinen scheiß Panzer. Sagtest du gerade, mein Panzer ist scheiße? Hä? Nein, ich brauch nur gerade keinen. Tja, zu spät. Die Bestellung ist schon aufgegeben. Morgen hast du deinen Panzer. Okay, aber ein paar Sachen brauche ich noch heute. Da kann ich dir nicht helfen. War's das? Ja,
Jetzt bin ich zumindest stinksauer. Hast du etwa eine ganze Packung Kaugummi im Mund oder was? Um genau zu sein, 2. Ich gewöhne mir das Rauchen ab, aber es läuft miserabel. Das beruhigt mich. Ein bisschen. Und du solltest auch mal runterkommen. Morgen hast du deinen Panzer. Okay. Okay, nice. Du hast nicht zufälligerweise dann diesen Panzer aus deinem Kaugummi gebaut, oder? Und das ist nicht zufälligerweise ein Miniaturpanzer dann am Ende. Und wer ist da hinten, der Typ? Einfach nur ein Gefangener. Gefangener beim Mittagessen, glaube ich. Was haben wir denn hier so? Ich kann da hinten noch zum Hinterhof? Okay, da ist ein Wachturm, das ist ein Basketballkorb. Okay. Ich glaube, mit dem kann ich nicht wirklich noch weiterreden, oder? Ich glaube, der Typ kann mir nicht mehr helfen. Ja, dachte ich mir schon. Dann gehe ich mal zu ihm hier hin. Wow, du auch? Dann sind ja fast alle zusammen. Kenn ich dich, Neuer? Klar, ich meine, nee, glaub nicht. Also was jetzt, Neuer? Kennen wir uns oder nicht? Naja, nicht so richtig. Sagen wir mal, ich kenne Mel. Weißt du, der Typ, den du immer beklaut hast? Ich meine, den du immer beliefert hast, ja? Ah, der gute alte Mel. Ja, sicher, sicher. Hast du von ihm gehört? Eigentlich nicht. Das letzte Mal war er komplett high von Mercury Cola. Sei froh, dass du ihm später nicht nochmal begegnet bist. Ich sitze im Knast, also froh würde ich mich eigentlich nicht nennen. Aber egal, was war denn mit Mel? Der Typ hat den Zug der Chefherrlein gekidnappt. Aber war so dicht, dass er den entgleisen ließ. Sag nicht wie. Viele Verletzte. Mel auch. Die Strecke ist immer noch gesperrt. Mann, ich bin fast jeden Tag mit genau dem Zug gefahren. Tja, und das Beste ist, der Typ war nicht mal bewaffnet oder so. Der hatte nur ein Ghostbusters Protonenpack auf. Und alle machten sich vor Angst in die Hose. Erstaunlich. Hast du einen Moment für ein ernsthaftes Gespräch? Was gibt's, Neuer? Hat er mich nur gefragt, ob... Ach nee, das ist wohl eh nichts für dich. Spuck's schon aus, du Pisser. Ja, genau. Was will ich denn überhaupt von ihm? Ich hab keinen Plan. Weißt du, da sind so ein paar Typen, die den Weg in die Bibliothek versperren und, naja, die haben mich so ein bisschen bedroht. Aha, die Schwestern haben also neues Spielzeug gefunden, was? Da steckt ja wohl Box dahinter. Egal, was sollte mich das kümmern? Ja, keine Ahnung. Dachte, wir können uns irgendwie gegenseitig helfen. Was soll das heißen? Gegenseitig helfen? Naja, wenn du mich beschützt, nur heute, dann verrate ich dir ein Geheimnis. Kein Interesse an deinen Geheimnissen. Hau ab, Junge. Du nervst. Ach, komm schon, warte, sei doch nicht so. Hast du schon vom Ausbruchsplan gehört? Ausbruchsplan? Nein, habe ich noch nicht. Weil der geheim ist. Und wann soll die Sache steigen? Tja, morgen schon. Ganz früh. Das klingt nicht gerade glaubhaft. Aber wie sieht der Plan denn genau aus? Morgen? Randall? Du weißt schon, dass das Morgen nicht wirklich existiert, aber okay. Und das wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Sag ihm doch irgendwie hier, komm, hey, du kannst auch mitkommen beim Ausbruch. Dann wird er bestimmt helfen. Klappt immer, glaube ich. Wir graben einen Tunnel und wir brauchen Sprengstoff, um uns durch die Mauer in Sektor 7 zu sprengen. Ihr grabt einen Tunnel? Womit denn? Tja, mein Kontakt hat Zugang zu den notwendigen Werkzeugen. Das Problem ist die verstärkte Stahlbetonwand in Sektor 7. Deswegen muss ich in die Bibliothek. Ich habe die schwache Hoffnung, dass ich da was über selbstgemachten Sprengstoff finde. Aber das geht nicht, solange die Schwestern da rumstehen. Geht's darum? Genau. Okay, Neuer, das überzeugt mich. Bin dabei. Echt? Du verscheißerst mich auch nicht? Wart's ab. Was soll ich denn machen? Box abmurksen, ja? Mir reicht's schon, wenn ich in die Bibliothek reinkomme. Okay, gebongt. Na dann mal los, ich bin direkt hinter dir. Was, jetzt? Ich darf während dem Hofgang nicht ins Gebäude. Es gab da so einige, sagen wir, Zwischenfälle. Scheiße. Und wann ist der Hofgang zu Ende? Schwer zu sagen. Hier kontrolliert keiner irgendwas. Außer der Wachmann da auf dem Hocker. Scheiß, Murray. Okay, wie klingt das? Du gehst schon mal zur Tür und ich lenk ihn ab. Ja? Okay, Neuer. Aber ich warne dich. Wenn das nur ein Scherz ist und es gar keinen Ausbruchsplan gibt, dann mache ich dir den Rest deines Scheißlebens zur Hölle. Ist das klar? Klar, Mann. Ich würde dich nie übers Ohr hauen. Ja, aber sowas von nicht. Gut, dass wir morgen ja wiederum nicht mit dem Typen was zu tun haben, weil morgen ist wieder ein neuer Montag. Murray, labern wir mal. Ah, scheiß auf den. Wieso, ich soll ihn doch ablenken, Soll ich ihn vielleicht hier mit, damit ablenken? Das gebe ich nicht weg.
dann da rein? Dann dürfen wir da offensichtlich nicht rein. Dann vielleicht mit der Katze? Die fasse ich nicht an. Es läuft zwar in letzter Zeit nicht so gut für mich, aber ich habe trotzdem keine Selbstmordabsichten. Frag mal Matt. Dann, willst du einen Kissenbezug? Wer würde das wollen? Er? Weil er so aussieht? Das hier? Das würde keiner wollen. Die ist nicht für ihn. Auch wenn der sicher eine brauchen könnte. Okay, gut zu wissen. Ich glaube, dann kann ich wohl jetzt gerade ihn nicht wirklich ablenken. Oder ich muss das irgendwie anders machen. Egal. Ich gehe erstmal raus und guck mir mal den Hinterhof an, der da hinten noch ist. Okay. Ich glaube, hier kann ich ein paar Items mitnehmen. Ich kann, glaube ich, den Rechen hier mitnehmen. Oh, der passt in meiner imaginären schwarzen Lochtasche immer rein. Genauso wie der Schlauch. Ein Wasserhahn mit Bienen drumrum, beziehungsweise Wespen. Okay, das ist schön. Da ist ein Sack. Kann ich den haben? Cool. Kann ich den getrockneten Kürbis auch haben? Nice. Und das ist eine Gärtnereikiste, die mit einem Schloss verschlossen ist. Die kann ich, glaube ich, garantiert jetzt nicht aufmachen, oder? Nee, glaub nicht. Da ist ein Vorhängeschloss dran. Das sagt bloß Sherlock. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Da sind Wespen drin. Hat er gerade gesagt, da stecke ich meine Hand nicht rein? Also ich weiß ja nicht, was du für Gummihände hast, aber ich glaube nicht, dass du da in den Wasserhahn rein kannst, oder? Also, wie soll er das denn hinkriegen? Kann ich denn vielleicht dann mit dem, mit dem Kürbis vielleicht was machen? Da stecke ich meine Hand nicht rein. Ja. Der Kürbis sieht aus, als würde er schon lange rumliegen. Ja, aber sowas von. Okay. Dann vielleicht mit dem Kissenbezug? Da stecke ich meine... Supi. Gut. Hä? Baum? Ich kann da den Baum angucken? Warum? Auch das getrocknete Laub, okay. Den soll ich ausreißen? Könnte ich machen. Aber besser nicht. Warum solltest du den ausreißen? Hä, hey, was? Ah, ich habe Blätter mitgenommen, okay. Ich lasse mich zwar gerne Mr. Fantastic nennen, das heißt aber nicht, dass ich Gummiarme habe. Offenbar ja schon, sonst würdest du ja nicht da in den Wasserhahn reingreifen wollen. Kann ich vielleicht mit dem Rechen das Ding da abmachen? Nein. Wie wär's mit ja? Hä? Überbleibst du? Kann ich die mitnehmen? Mach ich lieber nicht. Schade. Das willst du nicht mitnehmen. Aber den ganzen Scheiß, den ich jetzt hier mitgenommen habe, schon, oder was? Muss ich irgendwie eine Puppe bauen? Okay, ich habe das Ding gefüllt. Ich denke nicht, dass das klappt. Warum habe ich das Ding gefüllt? Ich denke nicht, dass... Ich denke... Warum habe ich das Ding füllen können? Ich denke... Jetzt ist der Sack voller Laub. Ja, pff, sag bloß. Aber warum habe ich das Ding füllen können? Ist das dafür? Da stecke ich meine... Okay. Offenbar nicht. Gut. Ach, ich kann die Wespen selber auch noch irgendwie angucken. Wespen? Meine alten Erzfeinde. Solange die da sind, kann ich den Wasserhahn nicht verwenden. Okay. Kann ich das damit machen? Das wird keine Wespe erschrecken, die was auf sich hält. Ja, aber vielleicht benutzen die das Ding irgendwie als Nest oder so. Woher soll ich das denn wissen? Das wird... Ja. Haben wir denn sonst irgendwas da irgendwie? Ich glaube... Oder vielleicht... Ja, genau. Das wird keine... Schade. Das funktioniert ja auch nicht. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich kann das hier vielleicht haken, aber... Wozu? Okay. Ja, ich bin zwar kein Fachmann, aber das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt zum nächsten Schritt. Ja, wenn ich wüsste, was der nächste Schritt ist. Ich habe keinen Plan. Finde ich den nächsten Schritt da hinten in der Kiste? Ja, höchstwahrscheinlich. Sonst würde ja nicht Gärtnereikiste stehen. Ja, supi. Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ich habe zumindest etwas erreicht. Ich weiß nur nicht, wie viel etwas jetzt irgendwie bringt. Naja, weißt du was? Ich glaube, ich mache jetzt erstmal an dieser Stelle hier Ende und ja, mal schauen, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Ich habe nämlich gerade echt keinen Schimmer, was ich jetzt hier machen soll. Außer, dass ich jetzt irgendwie Moray ablenken soll, damit wiederum,
der olle Dieb wiederum die komischen Schwestern weglockt oder was auch immer, ich in die Bibliothek kann und theoretisch irgendwas über Sprengstoff erfahre, warum fliegt da überhaupt ein Buch rum mit Sprengstoffanleitungen? Was? Das ist ein bisschen sehr merkwürdig für den Knast. Wirklich sehr merkwürdig. Naja, was soll's. Aber ich mache erstmal hier an dieser Stelle erstmal Ende und demzufolge auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.